Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch dieses hier gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ist kostenlos und verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Und dann erreicht mir wahrscheinlich auch noch vor meinem einjährigen YouTube-Jubiläum die 200 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall wirklich super nice. Außerdem lasst auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hier unter dem Video da und teilt auch gerne das Video. Wäre auf jeden Fall super nice. Und nächste Woche bin ich ja im Urlaub, das heißt dort, beziehungsweise ab heute Nachmittag bin ich im Urlaub. Das heißt, es werden eine Woche lang dann keine Shop-Videos kommen, logischerweise, weil ich im Urlaub keine Möglichkeiten dazu habe und dann auch eben halt wirklich Urlaub haben möchte. Nachmittags werden durchschnittlich alle zwei Tage immer noch ein Video kommen, die ich alle vorproduziert habe. War gestern super anstrengend, das alles zu schneiden, deshalb kam gestern auch kein weiteres Video. Checkt ihr dann gerne alle aus, kommen immer um 15 Uhr, glaube ich. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir die Lebkuchen-Skins wieder zurück. Einmal hier den Advents-Agitator als männliche Variante, der noch hier eine Standard-Variante hat und dann immer lächeln und dann das gleiche nochmal in angekokelt. Dann haben wir noch die weibliche Version davon, Lebkuchen-Kanonierer. Hier auch wieder einmal Standard, dann Stirnrunzeln, dann wieder angekokelt und mit den beiden Stilen eben halt. Dann haben wir hier als nächstes Plätzchenform als Spitzhacke und den Lebkuchen. Sieht auch ziemlich cool aus, weil einfach relativ viel an dem Gleiter dran ist. Für einen grünen Gleiter auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier als nächstes wieder den Totenschützen-Skin drin. Ist jetzt zum zweiten Mal im Shop. War am Anfang der Season zu Halloween drin. Das heißt, das ist kein Halloween-exklusiver Skin. War aber auch schon eigentlich relativ absehbar, weil er nach Halloween reingekommen ist. Hat noch einen zweiten Stil ohne Kopfbedeckung. Ist ja auch relativ häufig so. Dazu dann noch die Spektralsense und dann Welle des Todes als Lackierung. Als nächstes haben wir die Brandungsreiterin. Hier relativ klassisch, passt eben halt auch wieder zum ganzen Angelthema. Dann den Krabbentanz. Als nächstes haben wir die den Speerranger. Dann die Doppelfiletrierer. Dann haben wir Einklang. Und dann Hirnüberladung. Dann haben wir heute wieder den Star Wars Shop drin. Damit die Leute das eben halt jetzt übers Wochenende kaufen können, logischerweise. Und dann geht es ja, glaube ich, nächsten Dienstag irgendwie so, geht die Kooperation zu Ende. Hier in 3 Tagen und 8 Stunden. Bis dahin werden dann wahrscheinlich die ganzen Star Wars Skins auch noch hier drin bleiben. Hier nur einmal ganz schnell rüber. Einmal haben wir den Finn Skin, dann den Rey Skin und dann den Sith Trooper. Dazu haben wir dann einmal beim Rey den Rays Kampfstab. Bei Finn haben wir hier den Schlagstock. Als nächstes noch den Teiljäger der ersten Ordnung. Und dann Widerstand Daumen hoch. Und dann haben wir noch einmal hier den Verräter Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.